Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Farmers Live. Die letzten Rüben sind jetzt ja gerade am Durchlaufen, also ich habe jetzt nichts mehr hier drin, außer dem Fisch, aber sonst, es kann nichts kaputt gehen, was jetzt halt hier drin ist. Das ist alles im Keller, hier unten drin. Da möchte ich natürlich auch schauen, dass ich das Ding noch ausbaue. Ich denke mal, die nächste Stufe werden dann 2000 Sachen sein, die da hier reinpassen, oder 2000 Kilo, wie auch immer. Mal schauen. So, ich habe noch eine Falle, die würde ich gerne, nee, warte mal, das machen wir erst im März, weil das Problem ist nämlich, dass alles kaputt geht im Jahreswechsel, deswegen würde ich sagen, wir schlafen jetzt einfach mal, genau, machen wir mal, warte mal, wie lange war, ja, machen wir mal 3 Stunden. Träumt, dass er feststeckt, er kann sich keine Richtung bewegen. Die Träume, die immer als Hinweise getan sind, so fürs Spiel, das finde ich nicht schlecht gemacht. Eine Stunde braucht ihr noch, okay. Entschuldigung, dann machen wir noch mal eine Stunde. Wir sind zwar jetzt schon voll, aber das passt schon. Ich möchte ja auch, dass das Zeug hier fertig ist, dass wir dann gleich die nächsten Sachen... ungesicherte Produkte sind verfault. Einige Tiere werden bald sterben. Ja, die Hühner, habe ich festgestellt. Genau, jetzt muss ich noch mal gucken, ob denn auf der Weide... Weil ich habe nämlich, ich habe die Kuh im Übrigen im Stall bekommen jetzt endlich. doch, tatsächlich hier, das ist alles verfault. Okay, dann muss ich drauf schauen, dass ich wirklich nur noch Stroh und Heu und sowas rein tue, aber kein gemähtes Gras mehr, weil das gemähte Gras geht kaputt. Ich muss auch unbedingt Lampen aufbauen, dass hier mal ein bisschen heller ist. So, jetzt ist die Frage, ihr braucht noch wie lange? Ja, okay, ihr seid gerade mit der ersten Flasche durch. Ich habe eine Hafer, 2 Kartoffelmaischen, das ist natürlich nichts. Muss ich hier irgendwas machen? Nein, da kann ich die Axt jetzt raus tun. Ich habe da vorne am Eingang, das sieht man jetzt halt leider nicht, habe ich die Weide weggehauen. So, dann nehme ich mir jetzt mal eine raus. Ich habe das nämlich mit der Falle schon mal gemacht und ausprobiert und habe festgestellt, es ist wirklich sehr dunkel, ne? Und habe festgestellt, dass das Einzige, was eigentlich reingeht, eine Karotte ist. Vielleicht geht auch ein Stück Fleisch rein, ich weiß es nicht, vielleicht geht auch Fisch rein, aber es ist auf jeden Fall mit einer Karotte immer gut, wenn ich die rein tue. Von daher würde ich sagen, wir stellen mal eine Falle auf. Aktivieren die natürlich. So, bei der Falle, das haben wir ja noch nicht miteinander gemacht, ist es wichtig, dass eben das möglichst weit weg ist. Also am besten eben weit weg von menschlichen Siedlungen, da steht es ja. Und auch nicht zu nah an anderen Fallen. Und das, was wirklich das komplett grün macht, das ist eine Karotte. Also eine Karotte, die zieht anscheinend Tiere an. Ich möchte auch nochmal zusätzlich Fallen kaufen, weil wir brauchen ja 10 Wildschweinfälle und die meisten Tiere, die ich da drin fange, das sind tatsächlich Wildschweine. Da ist die Tür. Das möchte ich auf jeden Fall machen. So, und zwar ist nämlich das Tolle an der Tür, jetzt kann man es nämlich sehen, nimm ein Tier heraus. Mir ist es nicht aufgefallen, ihr habt es mir unter Garantie schon reingeschrieben in die Kommentare, also herzlichen Dank dafür, aber ich bin wirklich in dem Spiel absolut süchtig. Ich kann nicht stoppen aufzuhören, also aufzunehmen, ich kann einfach nicht aufhören. Und bin jetzt, glaube ich, mit dem Upload bei beim Part Nummer 5, also jetzt hat aus meiner Sicht ist heute der Part Nummer 5 hochgeladen. Also ihr seht, wie weit ich schon nach vorne gespielt habe. Die Leiter habe ich im Übrigen auch wieder geholt, aber das ist euch vielleicht im letzten Part schon aufgefallen. So, ihr braucht auf jeden Fall auch noch lange. Der Mist muss hier drüben hin. Deswegen nehme ich mir gleich mal die Mistgabel mit raus. Also auch wenn es finster ist, aber ich möchte irgendwie die Zeit nicht verstreichen lassen. Hey, Flauschi. Alles gut bei dir? Falsch. Da müssen wir her. So, verfaultes Essen. Bestätige. Das kommt jetzt dahin. Weil das verfaulte Zeug, das kommt hier auf den... Doch nicht. Wo kommt das dann hin?
dachte, das kommt hier drauf. Kommt es dann doch da vorne auf den Misthaufen? Ah, okay. Du siehst nichts. Dann nehmen wir das leckere Zeug doch nochmal in die Pfoten. Und tun wir das nämlich hier mit drauf. Oder nee, warte, wir brauchen das da vorne. Ups, nicht in die Sackgasse laufen. Ja, es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich hier noch Glühbirnen kaufe und so weiter. So, verfaultes Essen, bestätigen, einmal dahin. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Da gibt es definitiv schlimmere Sachen. Hier habe ich ja auch noch die Missgabel, ne? Oh, warte mal, ich kann dir doch die zweite... Oh. Lass die an. Mach das so, genau. Dann hängen wir einfach hier noch die zweite Missgabel mit her. Passt. So. Hier müssen wir alles pflügen. Also wir werden uns jetzt dann auch das Pferd holen. Da habe ich die andere Sense. Flasche ist fertig, das ist gut. Und das ist alles fertig. Jetzt kann ich natürlich die Sachen wieder rausholen aus dem Bunker. Ich sage immer Bunker, ne? Dabei ist es ja ein Keller. So, die Rüben auf jeden Fall mal. Dann würde ich sagen, die Kartoffeln. Sind wir bei 93 Kilo? Sind wir bei 110 Kilo? Sind wir bei 154? Na, okay, da bin ich ja wenig zu langsam. Dann lasse ich das nochmal drin. Ich gehe halt noch ein zweites Mal, muss ich ja eh. So, dann können wir die Sachen gleich wieder hier reinschmeißen. Ich überlege auch, ob ich es dann nicht zum nächsten Jahr dann so mache, dass ich das deaktiviere. Aber irgendwo muss ja das trotzdem noch real bleiben, sage ich jetzt mal. So, wir tun alles. Nimm halt einfach alles. Meine Güte, ich bin so doof, ne? Mit F kann ich alles nehmen und ich sortiere das Zeug daraus. Hier muss ich es rein sortieren. Oh Mann. Ja, manchmal, ne? So, aber ich weiß nicht, ob ich die Hühner verkaufe. Ich glaube, ich werde die eher am Schlachtertisch legen. Das wird sinnvoller sein. So, wie schaut es denn aus? Wasser drin, Holz drin. Wir können auf jeden Fall noch Zucker kochen. Wir können aber auch noch Kartoffelmaische kochen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal eine ganze Ladung Kartoffelmaische. Ah, nee, warte mal, du brauchst auch noch Kartoffeln fürs Feld, ne? So, dann machen wir eben Zucker, Wasser, wie schaut's aus? Muss ich nachfüllen? Halt, der da. So, weil dann machen wir da nämlich gleich wieder rein. Das geht so viel schneller mit dem Fass jetzt, ne? So, dann haben wir das. Dann brauchen wir, jetzt muss ich mal überlegen. Flauschi lasse ich immer draußen rumlaufen, ne? Die Sau kann schlafen, wo sie will. Genau, und hier sind die zwei Hühner. Die werden sterben in 3 Monaten. Also im Grunde passt es noch, aber normalerweise würde ich sagen, leg das in die Kiste. Würde ich sagen, jetzt habe ich bloß kein Licht, sorry. Ich wandere gerne hier in der Dunkelheit rum, ne? Das merkt man schon, obwohl ich eigentlich immer mecke. So, lass los, benutze. Ach so, zuerst muss ich ein totes Tier hinlegen. Muss ich das Tier dann quasi erstmal killen? Ach, warte, stell hin, lass frei. Das läuft dann schon dorthin, wo es will. Okay, das heißt, ich muss also schauen, dass ich die Hühner vielleicht erstmal erschieße und sie dann am Schlachtertisch lege. Weil warum soll ich sie verkaufen? Ich werde wahrscheinlich für die Tiere nicht sehr viel bekommen und dann ist es doch besser, mir die Hühnerschenkelchen zu holen und die dann zu verarbeiten. Da kann ich dann wieder Brühe machen. So,
Gut, wir haben 5 Uhr, knapp 5 Uhr. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Zeug, was wir anzählen können. Sollte ich mir vielleicht noch ein paar Erbsen holen oder so. Wir brauchen aber hauptsächlich die Rüben für die Quest, also für die Aufgabe beim LPG. Und ich würde, wie gesagt, auch noch mal eine zusätzliche Falle kaufen. Warte mal, wie lange braucht ihr noch? Ihr braucht immer noch 5 Stunden, ne? Oh, ich bin so ungeduldig. Ich möchte eigentlich immer alles gleichzeitig machen. Trink mal einen Schluck. So, den Hof möchte ich noch streichen. Also besser gesagt, das Haus will ich noch streichen, das Dach. Ihr braucht auch noch 5 Stunden. Ach komm, dann legen wir uns jetzt halt nochmal für eine Stunde hin. Stunde, 2 Stunden. Wir legen uns nochmal für 2 Stunden hin. So. Ihr kocht noch. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns drum, dass wir zum einen die Sachen noch verkaufen. Ihr braucht noch 2 Stunden, das ist okay. Wir verkaufen auf jeden Fall mal die Liköre. Auch den Schnaps verkaufen wir. Die 2 lasse ich einstecken, die Wodkas. Dass wir dann das Rennen auch noch machen können gegen Rasimir, glaube ich, war das. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Thaddäus. So, wo ist denn meine hübsche... Ah, da bist du ja. Wir handeln jetzt erst einmal, wir 2. Nicht den Wodka verkaufen. Apfelwein und Schnaps. Wir schnappen uns die Apfelmeische, die Heidelbeer, die Kartoffelmeische und die Himbeermeische. Den Wodka lasse ich jetzt mal da. Ich nehme hier nochmal die 8 Einweggläser mit und die 8 Flaschen. Na, die schauen doch gut aus, hä? Zurzeit gibt es nichts an, aber dass ich da hinlangen kann, ist ja eh schon mal was, ne? Können wir noch irgendwas handeln? Ich würde nämlich, obwohl, den Flug haben wir ja gekauft, ne? Wir müssten eigentlich jetzt halt nur unser Pferd holen. Machen wir. Das machen wir jetzt halt gleich. Wir gehen jetzt erst einmal noch am Markt. Dann muss ich noch mal schauen, wer jetzt halt hier der Rasimir noch mal ist. Ich bin ja der Kasimir. Vielleicht will der andere auch kämpfen. Das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Nein, du hast die Schnauze voll. Alles klar. So, bei dir bitte die 30 Flaschen. Ich möchte die lieber auf Vorrat haben. Und wenn ich jetzt Geld habe, dann ist das perfekt. Ne? Brot haben wir noch. Ja, die Milch wirst du auch noch bekommen. So, du bist Johann. Das ist Stefan. Dann bist du bist es, oder? Nein, du bist Philipp. Muss ich gegen dich ein Rennen machen? Gegen Hendrik? Nee. Gegen wen muss ich dann jetzt? Wen gibt's denn noch? Thaddäus, Sägewerk. Jetzt bin ich. Moment, wir schauen nochmal drauf. Ach ja, stimmt, die Farbe wollte ich ja auch noch kaufen, wenn ich schon da bin, ne? Wir nehmen mal die rote Farbe fürs Dach, würde ich sagen. Wir nehmen nochmal eine weiße Farbe mit. Und wir nehmen die Glühbirnen mit, alle 3. Und brauche ich sonst noch irgendwas? Nö, Grammophon oder so nehme ich jetzt nicht mit. Sprit brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. 3700 haben wir jetzt. Okay, nochmal drauf schauen. Das Wildschweinfell, melke die Kuh, Schweine einreiten. Betrunken zu sein ist hier das kleinste Problem. Schlimmer ist das Reiten, obwohl 10 Sekunden Rodeo im betrunkenen Zustand. Beim Philipp. Beim Philipp, das war ja bei ihm hier. Du bist ja der Philipp. Genau, das Herz von Helene. Gewinne das Rennen mit Stanislav.
Jeder weiß, dass Thaddäus ein Traktorenthusiast ist. Er streitet sich schon immer mit Stanislav vom LPGA, okay, über verschiedene Details. Offensichtlich muss ich also beweisen, dass ich ein besserer Fahrer bin als dieser schnauzbärtige Holzfäller. Das könnte interessant werden. Das heißt, ich muss mit dem Traktor ein Rennen fahren? Oi, oi. Herz von Sophie fällt sowieso flach. Anna fällt auch flach. Also ich möchte das Herz von Helene gewinnen. Puh. Okay, warte mal, was kann ich kaufen bei dir? Brauchen wir erst einmal eine, hä? Wie schaut's aus? Dann würde ich dich noch ein bisschen nach oben pushen. Was kostet denn bei dir ein Pferd? 3000. Okay, das Pferd ist mir jetzt ehrlich gesagt ein wenig zu teuer. Ich würde sagen, wir gehen zum LPG. Ich muss noch meine Kuh rausführen aufs Feld. Das darf ich nicht vergessen. Noch die Eier einsammeln auch. Hätte ich gleich vorher machen sollen, ne? Wo bist du? Da bist du. Der Peter. Handeln wir? Ich würde gerne bei dir einen besseren Geflügeldruck kaufen. Das ist jetzt der einfache und dann gibt es doch da noch den großen. Das Geflügelbecken. Man fragt mich, warum die Hühner nicht direkt vom Boden fressen können. Verwöhnte Biester. Wir kaufen jetzt nämlich mal den großen hier. Plus dann kaufe ich nochmal gleich Futter. Ich habe zwar noch ewigst viel und beim letzten Mal habe ich, glaube ich, auch gesagt, das reicht jetzt erstmal. Ich nehme jetzt halt auch bloß einmal 20 mit. 55, 118. Und wie schaut's aus mit dem Pferd? Sie ist so stark wie ein Hengst, scheint aber etwas ruhiger und geduldiger zu sein. Die Zugstute für 3000. Okay, die ist auch ein bisschen hochgegangen im Preis, aber Zugpferd, kein sehr großes Tier, aber so stark. Ich frage mich, ob ich es besteigen könnte. Für 3000, nee, ich würde gerne das Pferd kaufen. Das Pferd kaufen. Das Tier muss nach Hause geführt werden, ja, das ist mir schon klar. Hier aufzuführen? Nee, ich würde gerne auf dir reiten. Okay. Na, du bist ja gemütliches Dingelchen. Okay, also das Pferd kann auch schneller. Okay. Das ist in Ordnung. Wollte ich jetzt nur mal testen. So, dann reiten wir mal nach Hause. Nein, halt. Quatsch. Wir müssen erst zu Thaddäus. Wir müssen nämlich unbedingt den Pflug noch holen. Ich schaue immer in die falsche Richtung, ne? Boah. Das Lenken ist wirklich ganz, ganz übel hier. Lass mich ab. So, spanne das Pferd ein. Beginne zu pflügen. Ja, natürlich. Wir fangen jetzt zu pflügen an. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich dich so nach Hause führen kann oder ob wir 10 Minuten? Machen wir doch mal. Wenn das Pferd jetzt stehen bleibt, dann wissen wir es. Okay, schön. Schön, schön, schön. So, und zwar möchte ich jetzt hier tatsächlich mit dem Feld anfangen. Ich habe vergessen, den Stamm auszubuddeln. Sowas Blödes. Okay, ich würde auch sagen, wir fangen ungefähr hier an. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie es ist mit dem Mähen. Aber anscheinend muss ich nicht unbedingt mähen. Boah, laufe ich krumm. So, und dann möchte ich nämlich auch ziemlich weit nach vorne. So, bis daher. Hier aufzupflügen. Dann drehen wir das Pferd mal um. Das ist nice. Okay, Moment. Muss ich mal schauen, ob ich das da schaffe noch, dass ich das ein bisschen gerader mache. Ich glaub's nicht. Ich habe halt keine Übung damit.
Es ist im Grunde ist es ja auch total Wurst, ne? Also jetzt zumindest hier an der Stelle ist es total Wurst. Schön. Nicht mehr mit der Hacke ackern. So, dann können wir aufhören zu pflügen. Hätte ich die Weide doch stehen lassen können, aber ist egal. Ist egal, hat mir ja Brennholz geliefert auch, ne? So ein bisschen noch über. Jetzt halt so wieder. Also es ist nicht so leicht, wie es ausschaut. Ja, aber die Hacke werde ich dann trotzdem noch in die Hand nehmen. Sollte da irgendwo was sein, was ich dann nicht gepflügt habe, oh Gott. Dann kann ich da auf jeden Fall nacharbeiten. Oh, bin ich müde. Jetzt hör halt auf. Warte mal, können wir uns einen Wodka reindreschen vielleicht? Vielleicht zum einen mal so einen hier. Und dann haue ich mir jetzt einmal einen Wodka rein. Der bringt mir 20 Energie. Zwar auch einen doppelten Blick, aber... Hey, ihr zwei da vorne, macht mal langsam. So. Ich guck mal, ob ich hier schön umdrehen kann. Oh Mann, oh Mann. So. Leg einfach los mit dem Pflügen, komm. Es ist echt egal. So ein bisschen nur vielleicht drüber. Ja, das ist doch gut. Aber ich habe gemerkt, ich habe einen Spielstand noch gemacht, um einfach nicht zu viel nach vorne zu produzieren. Und da ist mir der Hafer kaputt gegangen, weil ich den im Grunde zu spät eingepflanzt habe. Wenn man das Spiel beginnt und ja das Tutorial auslässt, warte mal ein bisschen drüber noch. So, und jetzt? Und jetzt schlafe ich gleich ein. Ich würde nur noch gerne die Flecken hier schnell machen wollen. Naja, gut. Komm, wie gesagt, den Rest, den machen wir dann so. Dann lassen wir den Pflug jetzt einfach mal dann da stehen. So, F, mehr. Beende. Komm mit. Dann kannst du nämlich da bleiben. Tierzustand noch nicht hungrig. Fettheit 2. Ich werde noch leben. 35 Monate. Oder war das jetzt 32? Ist egal. So, wir machen mal hier zu. Dann holen wir mal noch unsere Kuh. Die können wir dann im Grunde auch gleich melken. Hoffe ich, dass es jetzt passt. Und bei den Hühnern, wie gesagt, da muss ich mal gucken. So, nimmt hier heraus. Folgst du mir jetzt? Bist du folgsam, du dreckige Kuh? Ich muss mal gucken, da kann man ja auch eine Bürste kaufen, ne? Vielleicht, dass ich die mal sauber bürsten muss oder so. So, Kuh und Pferd, die werden sich schon vertragen, denke ich. So, komm rein. Hör auf zu führen. Dann kannst du nämlich jetzt halt erst einmal... Oh nee, warte mal. Ich wollte dich ja melken. Ne? No. So, Eimer in die Hand. Und... Na toll. Bleibst du da? Melke. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das wieder hinbekomme. Ich darf nur niemals gleichzeitig drücken. Ach so, und dann bin ich dann zu schnell. Bleib da.
Bitte, liebe Kuh. Ich bin doch noch am Üben. Du bist halt mein Testobjekt. Oh, meine Schuhe werden schon wieder voller Mist sein. Also ich darf nicht bis nach oben. Ich muss immer schön gleichmäßig, dass ich immer ungefähr in der Mitte bleibe. Wunderbar. Schön. Und jetzt schlafe ich wieder ein. Ah, gut. Aber die Kuh kann sich auch reinstellen in den Stall, das ist schön. Futter 3. Und da war ja noch alles drin. Ne? Ich muss jetzt echt alles einmal abchecken hier. Ja, 37,19, das passt. So. Dann habe ich immer noch keine Energie. Okay, was machen wir denn? Wir haben jetzt 13.27 Uhr. Wie schaut es denn hier aus? Oh, das ist auch alles fertig. So, dann machen wir gleich nochmal Feuer. Ich müsste eigentlich das Feld gleich bestellen, ne? Jetzt machen wir mal noch so viel Zucker wie möglich. So, 6 Stunden, jawohl. Kann ich hier irgendwas raustun? Nein. Dann gehen wir nochmal zum Alkohol. Also wie es ausschaut, ist ja das auch schon fertig und ich habe wieder nicht dran gedacht. Also brauchen wir Flaschen, nein, haben wir einstecken, wir haben Maische einstecken, passt. So, 5 Holz sind auch noch drin. Tun wir es nochmal die einzelnen raus. Jawohl. Und zack. Und dann eben davon. Okay, gut. Flaschen raus. Maische raus. Zucker kommt ins Haus. Milch kommt ins Haus. Wenn wir die 8 Stück haben, dann müssen wir das jetzt zu Sophie bringen. So. Milch raus. Zucker raus. Achso, den Futterdruck habe ich noch einstecken, ne? Gut. Ist in Ordnung. Ich habe es kapiert. Ich hab's kapiert. Wir legen uns jetzt einfach mal für 2-3 Stunden hin. Machen wir 3 Stunden. Dann ist es 17 Uhr. Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz zu Helene hoch. Das müsste ja reichen von der Power her. So, hallo mein Mäuschen, wo bist du? Da bist du. So, das da. Dann haben wir schon wieder Geld. Maische brauchen wir keine. Dann überleg. Wir haben aber nicht so viel Ausdauer, ne? Ist das Problem. Aber muss ich noch irgendwas kaufen? Eine Falle wollte ich noch kaufen. Jetzt muss ich mal gucken. Hoffentlich reicht es mit dem mit der Ausdauer, dass wir dann auch wieder nach Hause kommen. Und dann müssen wir mal gucken am nächsten Tag, ob wir das schaffen. Aber ich muss auch die Felder unbedingt bestellen, ne? Das ist noch das Nächste. Schon zu schön, ne? Dass es immer wieder so nachlädt. So, wir nehmen uns die Falle noch mit. Brauche ich sonst irgendwas von dir? Einweggläser vielleicht? Die kosten 10, das wären dann 300. Ja, komm, was wir haben, das haben wir. Honig, den mache ich jetzt selbst. Und ansonsten, nein. Ansonsten brauchen wir nichts weiter. Nee, ist gut. Einmal zurück. Ich bin zu müde für so eine lange Reise, das dachte ich mir schon. Halt.
Wir haben doch noch einen Wodka. Konsumier den mal. Vielleicht reicht es jetzt. Nee, ach Mann. Hey, Servusle. Ach Mann. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Jetzt muss ich nach Hause laufen. Na gut, dann laufe ich nach Hause. Wir machen dann das beim nächsten Mal. Ich werde mal schauen, ob ich die Felder noch schnell bestellen kann, dass ich zumindest den Hafer vielleicht ausbringe. Und dann muss ich mal gucken, ob ich die Tiere dann, dass ich daran denke, dass ich die reinführe in den Stall. Und ich muss unbedingt mal gucken, ob ich eine von diesen Bürsten vielleicht kaufen muss. Weil die Kuh, die war nämlich schon sehr, sehr dreckig. Und um die Hühner müssen wir uns kümmern, um die zwei. Ja, also es gibt echt so viel zu tun. Die Zeit, die ist... Jetzt mittlerweile ist die Zeit wieder knapp, um wirklich was zu schaffen. Ist logisch, wenn ich jetzt halt auch noch hier hin und her springe, dann schaffe ich natürlich auch nichts, ne? Ich sollte hier hinten ein Tor reinmachen, wenn ich von der Seite komme. Aber da war doch eine Tür. Da ist eine Tür. Und hier habe ich auch ein Tor. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ich mache ja schon Schluss. Ist gut. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.